Also ich weiß ja nicht, ob du Kinder hast oder so, aber ich weiß auch nicht, was du davon hältst, wenn die eines Tages am Bahnhof stehen oder so, weißt du. Hast du denn Kinder? Ach, das. Ich hab. Meine Kinder sind. Alles, was es an Menschen gibt auf der Welt, das sind irgendwie meine Kinder, weißt du, Alter. Wer sind deine Eltern? Du, das sind irgendwie auch alles, was es so gibt auf der Welt, so. Was ich so sehe, das kann auch dann der Busfahrer sein oder von mir aus eine alte Oma, die über die Straße geht oder so, ne? Welche Bedeutung haben Frauen in deinem Leben gehabt? Ja, Frauen, als erstes Mal muss ja irgend sowas, muss mich ja dann auch in die Welt gesetzt haben oder so. Das wird ja wohl nicht der Heiland gewesen sein, nehme ich mal an, ne? Und ansonsten, ich meine, Nerven tun sie irgendwie alle, das weißt du genauso gut wie ich, ne? Und was, wenn du mal eine mal irgendwie auch mal dazu bewegen kannst, dass sie irgendwie für dich auf den Strich geht oder sowas, dann denke ich mir heutzutage, dann ist das irgendwie auch nicht verkehrt, ne? Und wie sieht dein Tagesablauf aus? Du, mein Tagesablauf, der ist manchmal richtig super. Manchmal bin ich echt gut drauf oder so. Alter, weißt du was? Tagesablauf steht doch nicht so eine blödsinnige Frage. Ey, Clown und was weiß ich noch alles. Verstehst du, so sieht es aus. Das weiß doch jeder, das hat sich doch mittlerweile schon irgendwie rumgesprochen oder so, weißt du? Hast du mit Ämtern gar nichts zu tun? Sozialhilfe oder solche Ja, Geschichten? natürlich habe ich damit was zu tun, indem sie mich immer ärgern, weißt du, indem sie mir auf die Nerven gehen, weil es Arschlöcher sind, ne? Weil es echt Beamten Arschlöcher sind, ey, die uns echt die Kohle nicht gönnen, weil sie sagen, der ist irgendwie scheiße drauf oder was, der hat doch selber Schuld oder so, der soll doch krepieren, weißt Was bedeuten für dich Politiker, Helmut Kohl? du? Ja, super ist der ist super, ey. Wen wählst du? Ich wähle immer im Zweifelsfall die Freiheit, verstehst du, Alter? Was bedeuten Bullen für dich? Bullen, draufhauen, Schläge, Knast und so weiter. Und das ist irgendwie alles ein komisches Volk, sage ich immer. Meinst du nicht, dass solche Leute irgendwie auch notwendig sind, dass wenigstens ein bisschen Ordnung ist? Ja, sicher, bloß dann sollen sie vielleicht woanders anfangen. Ey, dann sollen sie vielleicht diese ganzen Schneiders und wie sie alle heißen, ja, die Leute abziehen mit Milliarden. Ey, dann sollen sie die doch erstmal vielleicht Cash nehmen oder was und dann. Können Sie sich dann um die kleinen Fische, die überhaupt nicht klarkommen, da können Sie sich doch dann immer irgendwie noch. Wärst du gerne ein Schneider? Ja, sicher wäre ich, Schneider wäre ich selber in Person, da wüsste ich vor allen Dingen, mir könnte nichts passieren, weißt du, weil die Leute, die werden ja nicht belangt, die können ja machen, was sie wollen in unserem Staat, ne? Das ist ja gerade das Fatale, ne?